Die alten Module werden deinstalliert, transportgerecht auf Paletten am Solarpark gepackt, werden dann in LKW geladen und nach Hilden in unser Lager transportiert. Die Triple Z GmbH, die hat sich auf das Repowering von Solarparks und auf den Handel mit gebrauchten PV-Komponenten spezialisiert. Die größte Herausforderung im Tagesgeschäft ist mit Sicherheit die Logistik und die große Menge an Modulen, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben hier in Hilden mit Sicherheit einer der größten Umschlagplätze Europas für gebrauchte Photovoltaik-Komponenten. Ja, und wenn ein Solarpark deinstalliert wird mit 500.000, 600.000 Photovoltaikmodulen und wir hier in Hilden nur 10.000 oder 20.000 einlagern können, dann ist die Logistik mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen. Also wir nutzen das Smart Logistic System von Timocom hauptsächlich, um unsere Frachten anzubieten. Und bei größeren Projekten benutzen wir auch die Ausschreibung. Also durch die Timocom haben wir einfach einen großen Vorteil für unsere Kunden, dass wir ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Wir erwischen quasi immer den LKW, der gerade auf dem Heimweg ist, und können dadurch immer einen super Preis anbieten. Also ich habe dieses System hier in die Firma eingeführt, die Timocom. Aufgrund der hohen Partnerzahlen und der Flexibilität war es wirklich nicht schwer, meinen Chef davon zu überzeugen, dass wir Partner der Timocom werden. Aufgrund der Tatsache, dass man halt Produkte nutzt, die vor 10 Jahren noch weggeschmissen wurden, weil nur noch 80% der Leistung vorhanden ist, schafft man natürlich mehr Nachhaltigkeit. Also die Zukunft sieht sehr rosig aus, da der Sekundärmarkt für Photovoltaik quasi noch in den Kinderschuhen steckt, es ein sehr, sehr junger Markt ist und die Nachfrage extrem wächst und sich dieser Markt in den nächsten Jahren vervielfachen wird.